Hola, Svidania. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Das Spiel war soweit in Ordnung gewesen. Allerdings, das Tor von Hannover war ganz klar abseits gewesen. Tut mir leid. Also, die hätten viel mehr tun müssen nach vorne. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Geiles Spiel war das, geiles Spiel. Geil. Geil. Weil wer hat gut gespielt, Hannover hat auch gut gespielt. Weil öfters aufs Tor schießen und nicht immer versuchen, den Ball da reinzutragen. Spielerisch war es nicht so auf einem absolut hohen Niveau, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und jetzt können wir alle gut zufrieden nach Hause gehen. Mit dem 1-1 sind, glaube ich, beide gut verdient. Ich glaube, dass Werder und Hannover beide damit gut leben können. Die hätten von Anfang an ein bisschen mehr in die Offensive rein, sich mehr zutrauen müssen. Und nicht immer. Zu Anfang lief es ganz gut und nachher auf einmal spielen sie wieder viel zu sehr zurück oder so. Ne? Ich sag mal so, wenn man 1-1 startet gegen Hannover, vorher war die Euphorie zu hoch. Da muss man vielleicht sagen, wir hätten gewinnen müssen, weil alle hier auf dem Level waren und alle geschrien haben Europapokal. Aber ich sag mal so, heute war ein typisches Unentschieden-Spiel. Wir haben keinen Ballverteiler. Der Barkfriede ist nicht der richtige Spieler dafür. Hallo Werder Bremen und ich sag euch, schade. Wirklich schade. 1-1! Jedes Jahr drei Tage lang Schützenfest feiern. War lange nicht mehr am Stadion, war mega geil. Stimmung ist Bombe, war erstmal wieder das Stadion, war richtig geil. Also ich fand, der Ballbesitz von Werder war eigentlich recht gut. Das Negative war, dass wir keine Tore geschossen haben. Ich hätte Pizarro vielleicht ein bisschen eher gebracht. Ich glaube, Kruse ist verletzt, glaube ich, rausgegangen. Immer dieses, den Ball in Tor tragen, bringt nichts. Einfach mal schießen. Der Ball kommt und man denkt eigentlich schon, das Ding ist verloren. Und dann steht Theo da und nickt den einfach ein. Hat er schon so oft gemacht. Und der Moment, als er zweimal Bier holen gegangen ist. Also, und beides verpasst hat. Also von daher war gut. Ey, excusez-moi. Schade, dass vorne so viel, nicht so viel lief. Aber sonst tut mir leid. Ist ja so. 1-1 ist okay.